Oh, wenn ich jetzt entmounte, ne? Ey, dann darf ich aber Alt-F4'en, oder? Digga, musst du mich jetzt auf so einer Map wieder anfangen abzufangen, Alter? Digga, du laberst mich voll mit, guck doch mal hin, wo du lang gehst, Alter. Ich seh nix. Leertaste, Leertaste, du kannst dich retten. Ich seh nix. Was ich dabei gedacht, ey. Alter, das ist eine der beschissensten Party-Maps, die wir jemals gezockt haben. Nee, Diego, wie soll das gehen? Ich hab keine Ahnung. Ja, fang mich doch nicht, ich hab keine Ahnung. Ey, Junge, die Map, Alter. Es kommt auch wirklich ein AIDS-Punkt nach dem anderen, Alter. Und einen wunderschönen Hakuna Man Reis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Ich habe Deko noch nichts gesagt. Kleine Überraschung für ihn. Wir zocken nämlich heute Impossible Bike Parkour. Ein wunderschönen Deko. Nein. Nein, Mutatze. Verfickte Scheiße. Einen wunderschönen guten Reis. Ja. Ja. Für euch, Muchachos. Für euch quäle ich mich hier durch. Mal wieder ein Motorradparkour. Der soll auch noch Impossible sein. Also. Rat mal, wie viele Prozente. Nein. Drei? Fast. Alter. Nicht schlecht. Zwei? Ein Try hast du noch. Okay, dann sag ich vier. Vier ist richtig. Yeah. Oh, guck mal. Relativ schnell rausgefunden, der, ne? Der hat mir nämlich doch Bescheid gesagt. Damit du einmal gut dastehst, ne? Hallo? Jetzt müsst ihr ihn zuflamen, weil er euch angelogen hat. Oh, shit. Muchachos, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Dienst. Digga, musst du mich jetzt auf so einer Map wieder anfangen abzufangen, Alter? Also, ich weiß nicht, was du da gerade vorhast, aber du kommst einfach da rumfahren. Also einfach so hier, dann den hier machen. Siehst du? Digga, was ist dein Problem, Brudi? Digga, dass du mich jetzt schon wieder abfuckst, ist mein Problem. Oh, alles von vorne. Aber du, ey, wo war dein Problem, Digga? Hauptsache, Dekos Schmerzgrenze ist ungefähr, wenn so eine Schneeflocke seine Haut berührt. Nein, aua, das tut so weh. Das tut so weh. Das war meine Schmerzgrenze. Der Schnee tut so weh auf meiner Haut. Guck mal da, und dann fährt man darüber. Alter, wow, was kommt da alles? Oh, fuck. Das kommt. Oh, achso, da muss man rüberfahren. Ah, okay, dann geht's ja. Okay, ach, du musst da irgendwelche anderen komischen Wege fahren. Aber wie gesagt, Deko hat gerade schon gesagt, 4%. Es könnte also haarig werden. Ich hoffe, dass nicht nur so komischer Konzentrationskack kommt. Davon bin ich nämlich kein Freund. Das wäre noch das Einzige, womit ich bei einer Party mitleben kann. Ey, du magst das lieber als irgendwas anderes? Ich finde, das ist das Bescheuerste. Ja, geht. Finde ich, es geht. Oh, zu Fuß. Oh. Fuß! Ja, nein. Zu Fußparcours! Come on, Baby, gib mir einen richtig geilen Fußparcours, dass Marvin sich richtig einscheißt jetzt, ey. Hä? Da stand. Hier, da oben. Impossible. Nein, da steht nur Parcours. Nein! Da steht ja nicht mal Bike-Parcours. Digga, in der Beschreibung der App stand aber was von Moto-Parcours. Ja? Alter Schwede, shit! Okay. Also, auf jeden Fall musst du jetzt erstmal 5 Jahre lang eine Treppe, klettern. Klettreppe. Ja, du musst ein bisschen lernen zu sprechen, aber ich weiß, was du meinst. Ich hole mir dann so langsam auch mal so den Zu-Fuß-Punkt, ne? Ich muss ja hier mal ein bisschen, mach ihn nämlich schnell. Aber ich glaube, ich gehe jetzt. Ja. Danke! Ey, da oben war kein Punkt, ne? Das heißt, ich muss wieder diese scheiß Leiter hochklettern. Okay, den Scheiß muss ich ein bisschen langsamer machen. Hä, wie bist du denn da hinten hingekommen schon so schnell? Digga, was machst du denn hier, ey? Nur ein bisschen in diese Richtung. Ich hab nicht meine Wajivuvu eingeklemmt, so wie du. Hey, du beschwerst dich doch die ganze Zeit. Ich finde die Map nice. Frage ist nur, was gleich zu Fuß kommt. Nein, zu Fuß bekommen. Nein, soll doch rein. Wollt doch dein Motorrad bekommen. Hallo, ich bin Mr. Cringe. Wie geht's euch? Du beschwerst dich doch die ganze Zeit. Ich hab das nie gesagt, Digga. Richtiger Chaco, Alter. Digga, richtiger Lachs. Er lebt hier in so einer Parallelwelt, Alter. Wohnst du auf Erde C3, Digga, 4, 6? Das war einfach 1:1 Zitat gerade von dir. Der einfach 30 Sekunden sein Gedächtnis gelöscht hat. Mhm, genau, Digga. Ganz genau. Oh, shit. Müssen wir hier hinten lang? Hä? Was? Hallo. Was machen Sachen? Wo muss ich denn hier hin? Hier lang? Runter. Hier lang? Das ist ein Feier, Alexa.
hier rüber? Hier lang? Oh. Ist das der right way to go? Wo hast du gerade noch verkackt? Eine Motorrad. Oh, dann ging das jetzt ja echt super schnell. Hier lang? Ich glaube, du gehst falsch. Ah, wenn du falsch gehst. Wow. Jetzt auf die Pfeile, ne? Huh. Ja. Und. Huh. Wow, ich rutsch runter. Du bist aber schon hochgeklettert, ja? Wo hochgeklettert? Leiter. Ja, ist das richtig? Ist das falsch? Leiter hochklettern ist richtig. Danach bist du falsch gegangen. Danach bin ich falsch gegangen? Okay. Also, wo du gerade verkackt hast, war falsch. Ach, da muss ich gar nicht hin? Nope. Achso, ich bin, glaube ich, die falsche Leiter gegangen, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja, ich bin die falsche Leiter gegangen. Okay. Da gab es doch nur eine Leiter. Hier runter. Ja, ich habe echt die falsche Leiter genommen. Hier muss ich runter. Okay. Hey, da gab es doch nur eine Leiter mit einem richtig fetten Pfeil drin, Alter. Was ist das? Egal, war das bei dir auch, dass du runtergegangen bist und er ist direkt in den Gleitmodus gekommen? Warte, wie bin ich denn da hingekommen? Ich habe einfach den Lachs genommen, ne? So, hier hin. Hier runter, da ist er gerade einfach weggejietet. Und jetzt? Da runter. Ja, schon wieder! Hä? Ja. Wie soll das denn gehen? Ich meine, wenn du das schon einmal verkackt hast, dann kann man es ja beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, hab ich. Ich würde jetzt einfach mal so versuchen, so. Yeah, baby. Gut, und jetzt als nächstes, hier lang, kann man da, ach da, Digga, da kann man doch gar nicht verkacken, oder? Nee, kann man auch nicht. Oh, doch, klar, also kann man noch verkacken. Die einzige Stelle, wo man verkacken kann, war das da runterspringen. Huh. Ja. Huh. Hey, Digga, der Teil ist jetzt wieder so behindert, Alter. Ja, ho, ho. Hallo, Baby. Es ist wunderschön mit Ihnen. Bonjour. Aber bisher, warte mal, wir sind jetzt bei Punkt 8 von 45. Ja, also wenn wir jetzt bei Motorrad bleiben, dann begrüße ich dies. Geht da schon wieder direkt an, Alter. Hä, was willst du denn von mir? Digga, hast du zu viel Salz in deinem Arsch? Hey, hast du gesehen, dass ich da gerade am Arbeiten bin, Alter? Wer springt gegen mich? Aha. Ich bin einfach nur rübergesprungen. Ja, gegen mich. Ich hab Sand in meiner Vagina. Das hast du vergessen bei deiner. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums, auch wenn du das gerne wärst. Das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ist mir egal, es wird mir schon reichen, wenn du mich nicht ständig irgendwo wegtrollen würdest. Nico ist wieder der ganz Besondere hier. Ganz besonderer Part heute. Alter, jetzt aber hier locker rüber, okay. Wo ist dein Problem? Jetzt habe ich gerade Angst. Weil wenn du gerade noch nicht da bist, dann versuche ich es nochmal, schon wieder wegzukommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nächste, was du machst, ist gegen mich springen und ich falle runter. Ach, da drauf? Er sagt aber da drunter. Du sollst auf den blau-weißen Lachs. Er sagt das? Nein, musst du gar nicht. Nein, da kommst du dann zurück. Also ich mach's ja darüber. Ich mach's anders. Ich mach den hier. Oh, hier unten. Hier bin ich nämlich auch zu Fuß gerade gewesen. So. Dann kann ich nämlich hier hochfahren. An der Stelle. So. Huh. 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 Dann macht man den Scheiß von der Seite. Ja. Oh shit, ey. Aber wo ist überhaupt der Punkt? Ach, da hinten. Okay. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du davor hast. Ja, das habe ich gerade, als ich guckte, wo der Punkt ist, habe ich das auch gemerkt. Dass das irgendwie nicht richtig ist. Ja, ich mir so viel Mühe gegeben, da oben drauf zu springen. Ja, einmal richtig gucken hier. Wo sind deine Augen? Ich habe 5, 6 Tries gebraucht. Das sagt Mister, ich war zu mal zu Fuß hier. Dieser Lachsnacken, ey. Digga, du hast heute echt ein paar Arschhaare zu viel im Arsch. Digga, du laberst mich voll mit, guck doch mal hin, wo du lang gehst, Alter, und warst zu Fuß schon hier, was falsch war. Was für ein Lachsnacken, Alter. Digga, aber so ein bisschen links-rechts verwurstelt sind die bei dir gerade, oder? Vielleicht musst du mal zum Intimfriseur gehen. Aber ich kann dir da, glaube ich, einen guten empfehlen. Das würde ich erwarten bei dir. Okay, warte mal, jetzt müssen wir da nur hochfahren? Das ist doch richtig Billo. Also den Weg, den Deko gerade so hergedüst ist, müssen wir jetzt einfach nur zurückfahren, okay. Ja, das gefällt mir aber, das ist nicht so ein dünner Lachs, das kann man relativ schnell machen. Nein, es klingelt. Was hast du schon wieder bestellt? Die Post ist da. Jamaica Hammer. Amazon Prime Lieferung, was ist los? Ja, Mutschad, dann nutze ich mal die Chance und die Gunst, mal ein bisschen Werbung zu machen. Schaut sofort jetzt bei Triebwerk vorbei. Muchacho 10 für 10%.
Dann haben wir natürlich auch noch Merchandise, auch gerne das nochmal abchecken. Oder, was auch ganz, ganz wichtig ist, Instant Gaming, geil günstige Games. Kostet für euch keinen Euro mehr und ihr unterstützt uns. Kuss geht raus, Dankeschön für euren Support. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal weiterschauen und gucken, ob der Weg überhaupt richtig ist. Nicht, dass wir die Deko voll labern und am Ende ist das hier auch ein falscher Weg. Da fahren wir dann hoch, da müssen wir, glaube ich, draufspringen, ne, auf den Container. Scheiße, ey, wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir den ganzen Lachs wieder von vorne machen, ey. Das ist ja aber auch richtig bescheuert. Ey, das schaffe ich doch nicht, da hochzufahren, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, ey. Ich hoffe, auf der Rückseite von diesem Berg ist eine Rampe, wo man hochfahren kann. Dann ist das möglich, aber nicht von dem Blauen darüber springen. Das wäre ziemlich kacke. Aber dann warten wir erstmal auf den kleinen Mann hier. Ich hätte gerade jemanden abziehen können. Oh, wieso hast du nicht gemacht? Weil ich ein zu guter Mensch bin. Wie hättest du den abziehen können? Erzähl. Der DHL-Mann hat mir 2 Pakete gegeben. Ja. Und ist dann schon weggesprintet. War schon die Straße wieder runter, war eigentlich schon weg. Ja. Und ich gucke auf die Pakete drauf und frage mich so, hä, was habe ich denn 2 Sachen bestellt? Und sehe so, das kommt von Miller Catering. Hä, noch okay. Nie gehört. Das ist ja irgendwas, was man so als YouTuber also zugeschickt bekommt manchmal, irgendwelche Werbesachen. Guckst du drauf, ist an Frau K. Haus Nummer 9. Ich bin Haus Nummer 19. Dann musst du erst mal wieder zurückrufen. Okay, aber hast du nicht für irgendwas unterschrieben? Digga, alles wieder von vorne. Hast du nicht für irgendwas unterschrieben? Nee. Nein? Unterschreibst du nicht für deine Pakete? Nee. Krass, ich muss richtig häufig unterschreiben. Also das kommt drauf an. Kommt ja, glaube ich, auf den Wert der... Ach, fick dich, Alter. Auf den Wert des Pakets an oder des Inhalts. Ob da der Postbote sich eine Unterschrift holen muss. Ja, ist das so? Ich kann es mir gut vorstellen. Also bei Amazon muss ich gefühlt weil ich muss auch häufiger unterschreiben, aber nicht immer. Und dieses Mal zum Beispiel auch nicht. Hey, du bist auch noch hier? Oder ich habe doch gerade. Ne, ich bin wieder hier. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich da ein wenig verkackert habe. Hallo. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ganz am Ende, muss man nochmal dazu sagen. Von der geraden Strecke auf diese. Ja. Nach oben zu kommen. Ja, genau. No, auf den blauen Lachs. Das habe ich mir schon gedacht, als ich das Ding gesehen habe. Und jetzt müssen wir leider den ganzen Scheiß auch nochmal von vorne machen. Hallo. Ich habe echt ein bisschen Angst in der Hose. Erstmal versuchen mit dem Vorderreifen irgendwie raufzukommen. Okay. Also immerhin dieses Teil hier hinten ist ja ein bisschen breiter. Vorderreifen rauf, bisschen hochfahren, Arsch rumdrehen. So, ich würde es versuchen. Ja? Oh. Oh! Oh! Warte. Ich schau es mir jetzt an. Okay, da ist irgendwas, Deko, ja? Da ist irgendwas, da kann man hochfahren. Okay. Oh mein Gott, das sieht aber auch wieder... Alter Schwede, was kommt denn da alles noch? Da kommt aber noch ordentlich was. Hast du es auch geschafft? Ich bin runtergefahren. Ich wollte schon sagen, das ist doch richtig brutal. Ey, ich habe einmal korrigiert. Ich wollte einmal kurz... Oh. Oh. Ja. Oh, Digga, warum hat er denn das hier zugesperrt, der miese Spasti, Alter? Yes. Ist das unnötig? Ist das unnötig, ey? Ich hoffe, ich fahre hier überhaupt richtig. Kann ich da hinten hoch? Ich hoffe schon. Da ist irgendwas eingebaut, ja. Ich guck mal, ich hoffe, da ist irgendwas. Oh ja, okay, da kann man jetzt auch hochfahren. Digga, was kommt da alles? Also der Punkt ist richtig überzogen, was da alles kommt. Okay, da bin ich auch drauf. Aber eigentlich, könntest du dir irgendwie direkt hier rüberspringen? Nee, geht glaube ich nicht, oder? Kannst du einmal rumfahren? Geht das? Nee, ne? Warte mal, ich muss jetzt hier... Das ist zugesperrt. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen nach hinten fahren. Ich brauche ein bisschen Speed. Digga, ich kotze ehrlich, den Scheiß hier wiederfahren zu müssen, ne? Okay, da bin ich drauf. Oh, wenn ich jetzt entmounte, ne? Ey, dann darf ich aber LTF-ieren, oder? Ja, von mir aus. Oh mein Gott, siehst du, wo ich bin? Guck mal hier rüber. Es kann echt sein, dass ich hier nochmal irgendwo entmounte. Oder wegbacke oder keine Ahnung was. Wie du dich schon gefreut hast, ey. Du musst jetzt aufpassen, dass du nicht über den kompletten nächsten Wohnwagen rüberfliegst, ne? Oh mein Gott, ey. Oh, ich hab ihn, ey. Alter Schwede, der war aber jetzt schon ein bisschen böse. Oh. Alle guten Dinge sind 200. Dann würde ich sagen, hoch den Lachs. Also in einer Bewegung, ne?
Und jetzt rüber. Er hat es, Digga. Warum fährst du nicht los? Alter. War nicht ganz geil, aber... Okay. It worked. Aber du hast es noch nicht. Ja, irgendwas kommt noch. Ein bisschen kommt noch, ja. Hier rüberziehen, rechts. Und dann auch nachziehen mit dem Hinterrad, würde ich sagen, ja. Ja, oh. Ja. Moment, ich hoch. Ja. Ja, sehr gut. Ja, bis zum Ende jetzt. Oh. Ja, fahr noch langsamer, Digga. So Angst. Gib Gas, gerade, du Lappen. Ja, wenn ich hier einen Fehler reinbaue, dann kannst du wieder 10 Minuten warten, bis ich auf dem Tier bin wieder. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Einfach runterfahren, oder was? Ja. Und ich da! Ey! Hättest du ja drunter fahren! Ja, ist richtig! Jetzt auf die andere Seite darüber springen. Dieser Chaco, ey. Hast du kurz ein bisschen deine Hose voll gekakit? Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, wobei ich nicht gesehen habe, was das falsch gewesen sein soll. Oh. Also ein bisschen mehr Speed würde ich schon mitnehmen. Bisschen. Yes, baby. Okay. Kannst Fullspeed fahren, Mittelspeed, auf jeden Fall nicht zu langsam. Und jetzt viel Spaß. Aber es war eigentlich, das war wirklich einfach. Eigentlich kann hier schon gar nichts mehr passieren. Also ich wüsste nicht, was hier noch schief gehen soll. Jetzt nicht rüberspringen, ne? Also nicht zu weit. Du willst aber noch mal richtig spannend machen, ne? Oh, hello, Mystery, hello. Hallo! Fangen Sie mir! Alter, das war jetzt aber echt eine schwere Geburt mit dir, muss ich sagen. Scheiße, Mann. Oh, Junge, 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 Alter, richtig Bock auf die Map. Wir sind jetzt bei 10 von 45. 10 von 45? Ja, mach mal dein Paket auf. Ich will wissen, was für einen jamaikanischen Liebeshammer du dir geholt hast. Ich hab mir so ein Video reingezogen von, ja, ich weiß keinen Plan, wie die heißen, Vince und noch irgendwas. Die haben so ihre Daily Routine, Gesichtsroutine gemacht. Hab ich mir reingezogen und die machen halt morgens Gesicht waschen, dann eine Tagescreme, Feuchtigkeitscreme irgendwie kurz drauf, die schnell einzieht und dann abends nochmal Gesicht waschen mit irgendeiner reichhaltigeren Creme, dass die Haut über Nacht versorgt ist. Ey, du bist ein richtiger Creme-Mann, Ich hab hier einmal Brooklyn Soap, ach, das war das kostenlose Shampoo, was dazu gab. Bei Brooklyn Soap habe ich bestellt einmal ein Feuchtigkeitsgel mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Digga, du gönnst dir gerade richtig. Was machst du alles für deine Haut? Wie gesagt, eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Ich mache nur Gesichtswaschen. Bei mir gibt's Luft. Luft und Schweiß gibt's für meine Haut. Und dann habe ich noch eine Gesichtscreme mit Mandelöl und Hanföl. Digga, jetzt gönnst du dir aber richtig. Aber das eine Hanföl war irgendwie doch ein bisschen nur dampfen, oder? Das eine war irgendwie ein bisschen reichhaltiger für abends und das andere war für morgens. Aber ich habe noch eine andere Creme bestellt von Aesop oder irgendwie sowas. So ein bisschen so wie abends Aronal, morgens Elmex oder wie? Irgendwie so. Okay. Ja, du bist halt, ne, über Nacht kannst du ja ein bisschen was Reichhaltigeres drauf machen. Da stört es ja auch nicht, wenn die Haut irgendwie ein bisschen glänzt oder irgendwie sowas. Dann machst du halt richtig Powerfeuchtigkeit, damit die Haut sich vollziehen kann über Nacht. Easy. Und morgens machst du dann irgendwas, was nicht so reichhaltig ist, was halt schnell einzieht. Damit die Haut nicht so glänzt. Kennst du aber Melkfett? Was? Kennst du Melkfett? Ja, aber... Das habe ich mir mal eine Zeit lang als Jugendlicher überall drauf geballert, ey. Das war richtig heftig, ey. Ja, warum, Alter? Ja, also sowas für so richtig krass spröde, beanspruchte Arbeiterhände, Alter. Wenn du irgendwie den ganzen Tag mit Motoröl rumgelaxt hast und dann irgendwie Terpentin nimmst, um deine Hände zu waschen. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sowas ist das, ja. Und dann habe ich gebraucht. Komplett rissigen, die Risse schon so tief, dass sie anfangen zu bluten, Hände irgendwie wieder an den Mann zu kriegen. Aber Melkfett ist schon krank, kann ich dir sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das Zeug draufgeballert habe. Ich weiß zumindest jetzt nicht, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie auf den schmalen Hannes, aber das wäre ein bisschen zu brutal. Ja. Deswegen glaube ich nur auf das Dach drauf. Ja, wir müssen hier auf das Dach. Du musst das orange Ding hochfahren und direkt aufs Dach rüber. Ah, okay. Da war ich kurzzeitig drauf. Okay. Dirk! Muchasos, Leute, habe ich nicht gesehen, Muchasos, nimmt ihr auch irgendwelche Kosmetika oder sonst irgendwas? Weil das ist ja eigentlich, sag ich jetzt mal, damals hat man das auf jeden Fall nicht gemacht, aber jetzt so die Angleichung ich so. Auch, ich glaube auch irgendwie immer noch, dass es das eigentlich Schwachsinn ist, Alter. Eigentlich machst du deine Haut damit so kaputt, dass die halt ständig irgendwie so eine Scheiße braucht und halt alleine nicht klarkommt.
Ja. Auf der anderen Seite mache ich die jetzt die ganze Zeit. Wobei, ne, also ich habe häufig irgendwas drauf gemacht, auch abends mein Gesicht gereinigt. Mit so einem Reinigungsschaum und so ein Lachs. Und mache das aber jetzt schon seit 4-5 Monaten nicht mehr. Ja. Und gefühlt ist meine Haut... Ja, weil sie sich dran gewöhnt hat. Das ist ja das, was du gerade meintest. Gefühlt ist meine Haut jetzt aber nicht... Also ich würde sogar fast sagen, eher besser geworden. Ich habe weniger Pickelchen zwischendurch mal irgendwie sowas. Weil seitdem ich nichts mehr mache. Achso, seitdem du nichts mehr machst. Ah, okay. Ich mache ja auch mittlerweile, ich wasche meine Haare ein, maximal zweimal die Woche mit Shampoo. Ich aber auch, aber schon immer. Ansonsten, ich habe sonst meine Haare täglich gewaschen. Das ist doch voll scheiße für die Kopfhaut, ey. Könnte sein, ja. Aber ich mittlerweile mache ich halt noch ganz, ganz weird. Digga, diese verfickten scheiß Betontrommeln hier, Alter. Warte, geht mir so auf den Sack, ey. Aber was immer geht, ist diese Nivea Softcreme. Die geht einfach immer. Die hätte ich damals auch. Kann man als Handcreme benutzen, als Gesichtscreme, als Armcreme. Ja, aber ich hatte ja als Jugendlicher auch richtig krass Probleme mit Pickeln und Akne und sowas. Okay, das hatte ich gar nicht. Und da kann ich euch sagen... Was hilft da? Gar nichts. Wie, gar nichts? Nichts. Digga, damals gab es doch immer Clearasil oder wie die Ja, das ist der größte Bullshit, Alter. Das macht die Haut noch kaputter. Also dann habt ihr kaputte, trockene Scheißhaut und Pickel. Also einmal alles, ich habe wirklich Akne gehabt, ich habe auch wirklich nicht schon krasser Akne gehabt. Dann ich habe so viel ausprobiert, so viel Scheiße gemacht, so verschiedene Cremes, Feuchtigkeit, Reinigung, alles mögliche. Nichts. Nichts hat auch nur im geringsten irgendwas gebracht. Aber warum hast du dann keine Narben? Ich habe ein, zwei Näbchen im Gesicht, habe ich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das wären so Schlägereien-Narben, weißt du so? Der Sprung auf dem Beam ist jetzt noch nicht geklappt hier. Ja, du musst so Num 8 und Num 5 und so das ganze, den ganzen Heinrich musst du drücken. Oh, Alter, war das close, ey. Und du musst da hinten am Rand langfahren. Ich hab's danach nicht mehr geschafft, an den Rand zu kommen. Also fahr immer am Rand lang. Oh, fuck. Ja, erst wenn du das geschafft hast, danach, bei der nächsten Station. Ah, da oben drauf, nach dem blauen Ding, meinst du? Ja, genau. Bin da runtergefahren, weil ich dachte, ja, brauche ich nicht und, hallo? Das Ding ist aber halt, ne, man kann ja für... Hey, fick you, Alter. Ich kann wieder zurückfahren. Man kann ja sowas, kostet ja auch echt Cash, ne, also die nehmen einen da auch echt aus. Die armen Jugendlichen, die einfach... sich selber aber fertig machen und von Mitschülern fertig gemacht werden, weil sie so Pickel haben und sowas. Und dann wird man auch von der, weiß ich nicht, Gesichtscreme-Industrie richtig lang gemacht, Alter. Auch nochmal gefickt. Hier, das hier hilft garantiert gegen Pickel. Digga, könnt ihr einfach knicken, ihr müsst es durchhalten. Da kann man leider nichts machen. Aber also das Einzige, was vielleicht was... Ja, also ne, Pickel ist die eine Sache, aber halt Akne ist was anderes, ja, ne? Ist halt ein bisschen krasser drin. Das Einzige, was dann vielleicht noch, was ich halt nie gemacht habe, ist Ernährung irgendwie ändern. Ja, stimmt. Das kann auf jeden Fall auch viel. Ich habe als Jugendlicher auf jeden Fall sehr viel Süßigkeiten, Zucker, Scheißzeug zu mir genommen. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten, weil ich habe damals, als ich zu viel Zucker zu mir genommen habe, auch immer Neurodermitis bekommen an den Armen. Das hatte ich echt eine Zeit lang. Und das ist auch, wenn ich zu viel Zucker nehme, dann merkt man einfach Zucker scheiße. Ich habe aber jetzt gehört, bei Galileo kam erst gestern irgendwie so ein Beitrag, dass sie Zucker gesünder machen wollen. Ich habe den Beitrag nicht vollends verfolgt, aber die wollen irgendwie den so weit irgendwie umgestalten, dass der sich in der Magensäure irgendwie ändert. Ey, Digga, warum ist der so ein Bastard, Alter? Okay, so weit war ich noch nicht. Was ist da? Da ist, du musst gleich noch über eine Treppe rüberspringen. In dem Rand, auf dem du fährst, ist eine Treppe drin. Ich bin rübergesprungen, mit dem Hinterreifen auf die Treppe aufgekommen und runtergefallen. Ach, diese Treppe da. Scheiße. Leiter. Ja. Oh, aber es wäre doch geil, oder? Wenn du Zucker essen kannst, also wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Wenn du Zucker essen kannst und es ist gesund. Das wäre doch der Shit, oder? Also das wäre natürlich der Shit, aber ich glaube da nicht dran. Ah, fuck, ey, daneben gesprungen. Hast du eigentlich auch bei der Treppe verkackt, oder? Leiter? Ich hab bei der Leiter ebenfalls verschissen, ja. Ey. Wie ging das denn jetzt, ey? Ich bin beim Rumziehen über Hinterreifen weggeglitscht. Digga, richtig unnötig.
Aber ich bin rübergesprungen und dann aber links an der Seite runtergefallen. Das heißt, das muss ich jetzt irgendwie besser machen. Besser ausrichten an der Stelle. Ich bin rübergesprungen, beim Hinterreifen noch ganz leicht auf der Treppe gelandet. Leiter. Boah, das ist aber echt schwierig, weil man kann ja nicht mal wirklich da Anschwung nehmen. Okay. Hier diesmal so ein bisschen nach links springen, glaube ich. So. Egal. Ja, habe ich. Hier rüber. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich würde sagen, hier fahren wir erstmal nochmal drauf. Ja. Oh mein Gott. Hä? Was ich dabei gedacht, ey. Okay, ich versuche erstmal da hochzufahren, dann schauen wir mal weiter. Oh. Nee, das kannst du... Nee. Oh. Ich glaube, ich muss da direkt rüberspringen. Nein. Das ist aber auch echt schwierig. Warte mal, so. Eins. Zwei. Und... Hoppa. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das scheiße, Mann, Digga, das ist so kacke. Oh. Oh. Ich freue mich schon drauf. Nein. Oh, so. Ja, roll dich. Ich muss das jetzt hier rückwärts machen. Weil du scheiße gelandet bist oder weil man. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hä, wie soll das denn gehen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich auf jeden Fall mit Speed nach hinten. Ja. Ja. Was? Okay, jetzt bin ich hier so, aber. Ey. Ne. Guck mal. Nein! Ich kann nichts machen! Oh. Alter Schwede, konnte ich mich noch gerade so retten, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkommen soll, Deko. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte höchstens hier nochmal runterspringen, vielleicht soll man das, und dann wieder drauf. Nee, das funktioniert auch nicht. Hä? Nee, also, da habe ich keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Nee, Deko, wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, frag mich doch nicht, ich habe keine Ahnung. Am liebsten würde ich die Map abbrechen. Digga, ich habe keine Ahnung, das geht nicht. Okay, Deko. Rüberspringen und dann versuche ich es auch nochmal. Leicht, ne? Leicht rüberspringen. Alter. Ja, Alter, nix. Was? Ich seh nix. Leertaste, du kannst dich retten. Ich seh nix. Ey. Okay, Deko, also, ja. Ich würde jetzt nochmal so nach hinten fahren. So, irgendwie so und dann versuchen einfach rüber zu springen, irgendwie so. Alter. Ja, wie bist du hier raufgekommen? Alter, rückwärts. Bist du einfach rückwärts gefahren? Ich bin da rückwärts raufgefahren, ja. Oh. Das ging auch. Ey, du wirst das niemals für das Training kriegen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Es ist nämlich so random. Obwohl eigentlich... Wenn man dieser Sache da vertraut, dass man echt so ein bisschen nach unten fahren kann, dann musst du aber auch wirklich darauf vertrauen, dass du nicht zu weit nach unten rollst. Ich komm nicht hoch. Ich rutsch die ganze Zeit nur weiter runter. Kannst du dich irgendwie nach oben retten? Nee. Warte, ich sammle den Punkt eben ein. Warte, der war irgendwo hier oben, ne? Oh, ich hab ihn. Okay, dann kann ich dir gleich nochmal ein paar Tipps geben. Ja, wollen wir die Map nicht einfach abbrechen? So scheiße ist die doch gar nicht. Ah, die ist doch scheiße, schon sehr beschissen. Noch eine Stunde gehen oder so. Drehen, ja. Und jetzt dann schön nach links fahren dann, ne? Speed und nach links fahren. Huh! Ja! Ja! LOL! Alter! LOL. Ich hab das auch nicht gedacht, aber es ging, ne? Hä? Es ging! Warte! Oh. Alter, was war... Hä? Ich bin gar nicht dahin gesprungen! Ja, geil, oder? Also, es hat funktioniert. Was für eine Geburt, ey. Alter, das ist eine der beschissensten Barty-Maps, die wir jemals gezockt haben. Ja, die ist schon brutal, ja. Muss ich aber auch sagen. Aber 4% kommt auch nicht von ungefähr, ne? Danach kannst du erstmal ein bisschen Creme, deine Gesichtscreme in deinen Po schieben, glaube ich. Damit du wieder drauf klarkommst. Ja, das Shampoo muss ich nehmen dafür.
Brennshampoo nicht extrem, ja, ne? Jetzt rausfinden. Oh, okay, jetzt kommen hier wieder ein paar Sprünge. Mhm. Hier lang. Alter Schwede, das könnte jetzt aber nochmal richtig interessant werden, Digga. Guck dir das an. Oh mein Gott, okay. Einige Sprünge jetzt. Und Nummer 1. Ja, das Ganze noch 12 Mal, dann habe ich's. Und Nummer 2. Okay. Und nein, wieso fahre ich? Ey, ich fahr drauf und fahr einfach weiter. Du musst einfach darauf vertrauen, dass du es hinkriegst. Oh, das war mein Fehler. Oh. Richtig angespannt. Oh, Junge, Alter. Ey, das ist doch, echt das hin, Pain ey. In the ass, Alter. Bei welchem bist du? Da, wo du gerade verkackt hast. Hab ich. Ich muss nur ein paar Mal. Hier rüber, wie soll ich das denn machen? Uff, Digga, ich fahr gerade so YOLO. Muss ich mal ein bisschen mehr konzentrieren hier. Diese ich glaube, ich hab keine Sprünge mehr. Du hast keine Sprünge mehr? Okay, das heißt, es ist bei dir ein bisschen entspannt, ne? Glücklicherweise. Digga, warum, ey? Warum? Wobei das extra so gebaut ist, dass man, glaube ich, nicht entspannen kann hier. Digga, dieser Zaun ist jetzt bei mir richtig eklig im Weg, ey. Ich dachte, der war da schon so. Ja, haben wir eine richtig geile Rampe zum Hochfahren einfach. Okay, ich hab den nächsten Punkt. Oh, okay. War der easy. Okay, dann muss ich mich jetzt hier einmal konzentrieren. Einmal wieder back to the roots. Bam. Oh, okay. Aber okay, es sind ja nur zwei so schräge Sprünge, ne? Eins. Ja. Okay, das nächste sind drei. Und rüber. Eigentlich ja, okay, das ging auch. Muss einfach darauf vertrauen. Ja. Konzentrationsparcours mäßig. Einfach kein Gas geben, Alter. Scheiß gerade ausfahren im GTA. Fick mich. Ja. Ach so. Da ist ja gleich der Punkt. Geil. Ja, ja. Ich dachte, man muss den anderen Kram auch noch hinkriegen. Oh, okay. Ja, nicht rumbacken, bitte. Ey, aber wenn man keine Ahnung von Barty hat, ne? Dann ist das auch schon übel. Ja, also, keine Ahnung von Barty hast, wirst du nicht hier hinkommen. Aber man braucht ja keine Level-Agent-Skills, ne? Das ist ja das Gute. Man braucht nur so Parcours-Skills. 5-8-Technik musst du auf jeden Fall auch können. Das ist ja so, Alter, da hinten bist du ja schon. Hi! Aber ich mach jetzt schnell. Das war wahrscheinlich ein Fehler, aber... Ich hasse sowas hier. Das ist zu lang, um hier irgendwo zu verkacken. Wieso, bist du gleich da, oder? Bin ich? Wie? Alter! Ich hab jetzt erst gesehen, wo wir hin müssen. Das ist ja richtig Schwanz. Auch gerade erst nachgeschaut. Ach du Kerge. Junge Mann! Eine dreckige Fick-Map, Alter. Aber hier, du kennst doch hier diese Korea-Style, oder? Korea-Pop? Korean-Pop? K-Pop. Da sind ja die ganzen Artists ja auch immer übertrieben geschminkt. Vielleicht ist das jetzt ja einfach so demnächst bei den Männern auch so, denn... Die Backstreet Boys waren 1990 auch schon geschminkt. Aber das ist ja schon wirklich sehr extrem. Ich hab keine Ahnung. Ich guck mir das nicht, also... Kein Plan, wie die aussehen. Ich hab das nur bei den Instagram Reels gesehen, da hat sich mal einmal so ein Asiate entschminkt. Sind nicht Koreaner allgemein schon so krass... Weiß ich nicht, ja? Aussehend? Einfach so klischee-mäßig, nicht so wie die Deutschen. Haben nicht alle so richtig krass geile Haut? Nee, das ist alles Schminke. Also was heißt alles? Also ich kann dir das nicht in general sagen, ne? Aber ich glaube nicht, dass du Klischee oder pauschal sagen kannst, dass alle Koreaner eine geile Haut haben. Ich glaube, ich dachte immer so durch die Ernährung vielleicht einfach, ne? Dadurch, dass sie wenig Scheiße essen? Nicht was essen und viel Fisch? Und anderen Kram. Dass sie einfach, ich weiß nicht, haben alle so richtig krass helle, komplett glatte, krasse Haut. Ja, die schützen sich eben auch vor der Sonne, ne? Muss man dazu sagen. Oh ja, bei los. Bei denen ist das noch ein Zeichen von... Von Bauerntum. Von Geringverdiener. Geringverdiener, du bist braun! Digga, bei uns hier schon wieder 8 Jahre Malotze gewesen. Da ist das so ein Status hier von Geilheit. Ich wollte eigentlich auch, bevor ich hier meinen Urlaub mache, wollte ich vorher nochmal einmal in Soli gehen, um vorzubräunen. Kennst du das? Einmal vorbräunen, Soli? Ja, kein Plan, was das bringen würde, aber... Ich habe auch keine Ahnung, aber gerade ich als Mr. Krabs... Es ist eigentlich nicht verkehrt, sagen wir mal so.
Aber in Vietnam war es jetzt ja eh nicht so warm. Ach, was heißt warm war schon, aber die Sonne hat mich geballert, dass ich es zum Glück nicht gebraucht habe. Sonst wäre ich todes Mr. Krabs. Ey, Junge, die Map, Alter. Es kommt auch wirklich ein AIDS-Punkt nach dem anderen, Alter. Ey. Bin ich mal gespannt. Also hier. Ja. Hä? Da müssen wir müssen doch nur auf diesen Fließband-Scheiß. Also du kannst doch nur hier lang und dann hier lang. Hä? Warum entmountet der da? Warum? Ja, du kannst einfach da runterfahren und dann einfach da lang. Und dann hä? Warum entmountet der? Hä? Warum? Keine Ahnung. Also das verstehe ich jetzt echt nicht. Kann ich das auch rückwärts machen? Ich mache das jetzt rückwärts. So aufs nächste Fließband drauf, ne? Deko, kann ich das auch rückwärts machen? Ich fahre hier gerade rückwärts lang. Ich hallo. Nicht rückwärts machen. Also kann ich hier gleich irgendwo noch drehen, sag ich mal so. Da, ja, ich denke, hier kannst du gleich drehen, ne? Ah, okay, super. Solange du nicht beim Runterspringen entmountest. Aber wie scheiße die Animation aussieht hier. Dieses Fließband sieht richtig kacke aus. Oh. Ich hoffe, dass ich hier nicht entmounte, ey. Bist du da wirklich richtig? Klar. Wenn du richtig stehst, siehst du, wenn der Licht angeht? Musst du nicht. Du musst ja hier hin, ne? Nicht da hin. Ja. Nee, hä? Da geht's aber auch lang. Aber wir müssen da lang, ne? Oh, ein Looping? Den hast du geschafft? Ja. Oh, alter Schwede, nicht schlecht. Oh. Okay, jetzt hier rein. Oh, Digga, ich will nicht. Warum so eine Map, Alter? Oh. Ich hasse doch Barty sowieso schon. Warum ist das so eine scheiß Barty-Map? Okay, jetzt hier Looping. Ich hoffe, ich krieg's auch hin. Ich hab die ganze Zeit nur um 5 getippelt. Ja, mach ich auch. Das ist auch the way to go. Nein, sag nicht, man muss speeden. Okay, nee, okay. Nee, musst du nicht. Ich mach zuerst. Okay, Nummer 1. Deko. Nummer 2. Ja. Ja und ja, Alter. Was kommt da? Was kommt? Ich hab Angst. Ich sag nicht wieder alles von vorne. Was kommt da? Was kommt da? Oh nein. Oh, du hast sie, ne? Ja. Oh, hast du Fullspeed genommen? Ja, von ganz hinten. Wenn ich du wäre, würde ich direkt nach links rüber, nach rechts überspringen auf die orange Plattform. Hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Alter, Schwede! Ja, jetzt guck dir schon wieder dieses lange Konzentrationsding an, Alter. Warum? Alter, das ist ja sogar zweigeteilt, ne? Scheiße, ey. Das ist wieder so in dieser, wie heißt dieser lila Dino? Der Kinder Barney. Dino? Barney, genau. Und Barney ist da dazwischen irgendwo, glaube ich. Digga, Barney war aber auch eine schöne Zeit. Ich hab's nie gesehen. Aber die Zeit war schön. KRTL. Digga, ich war damit so ein Serienjunkie. 5 Uhr morgens aufstehen. Erstmal kalt. Hat dir aber auch noch nichts anderes vor zu der Zeit. Digga, das war schon eine coole Zeit, oder? Wach geworden. Ach ja, komm, egal, stehst du auf. Erstmal die Eltern wecken. Mama, Papa, mach Fernseher an. Und Cartoons gucken. Meine Mutter hat zu der Zeit noch in der Bar gearbeitet. Und wenn ich aufgestanden bin, war sie noch nicht zu Hause. Und dann habe ich irgendwie um 4 oder so, habe ich dann gerade angefangen, KRTL zu schauen. Aber, das war auch echt schon früh, also Kinderfernsehen. Also es hat, glaube ich, nicht erst um 6 Uhr oder so angefangen. Nee, noch wahrscheinlich den Scheiß, für die ganzen vorkam. Arbeitstätigen Eltern, ne? damit die Kinder was zum Glotzen hatten, oder wie? Ja. Also bei mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Auch geile Serien damals mit Gargoyles. Weiß nicht, ich glaube, die Gummibärenbande war erst später Super RTL. Aber Super Gargoyles RTL kam auf jeden Fall. Ich glaube, Power Rangers kam Power auch. Power Rangers war geil, ja. Extreme Dinosaurs. Extreme Dinosaurs, oh ja, das war auch nice. Oh, Arnold. Arnold, hey Arnold. Ich nicht, aber ich hab's hier immer geguckt, und weil Pepper N, kennst du die noch? Ja. Aber sonst, Digga, sonst habe ich alles einfach schon gelöscht. Und South Park, mit South Park habe ich relativ früh angefangen. Die erste Staffel war ja auch noch richtig ohne Story, oh. Politik und so. War einfach nur richtig Schmutz. Schmutz! 31 Alter. Von 45 Punkten, Digga. Bitte oh, da kommt schon wieder irgendwas, ey. Wir kommen dem Ziel. Immer mehr, näher. Und ist doch geil, oder? Die Map ist doch Hammer. Digga, 4%, die werden auf jeden Fall die Leute sein, die diese Map beenden. Hoffentlich. Hallo?
solange uns jetzt nichts davon aufhält am Ende noch, dann... Also bisher war doch jetzt nichts Hartes mehr, oder? Es waren jetzt echt nur zwei also, nervige Sachen waren es, ne? Also die eine Sache war auch... Ah. Ey, oh, ey, du Schimmelbärt, ey! Fahr doch, Hauptsache, guckt sich die Bank an, wollt sich erstmal hinschillen, oder was? Egal, ich muss die... Bank nutzen. Ja, das weiß ich. Oh, nächster Punkt. Oh, nice, Digga. Okay, den sammeln wir auch ein. Der ist zwar random hier, aber den nehmen wir mit. Bin ich hier hoch? Ja. Oh, hier müssen wir hoch. Und jetzt. Digga. So. Nein! Oh, das war echt knapp daneben, ey. Aber ist das richtig gewesen? Ich glaube schon. Komm drauf, du Lappen. Ey. Ich würde den Speed dann mitnehmen danach übrigens. Einfach nur gestorben, Alter. Ja, ey, ich auch. Fängt schon wieder an, einfach ein Bastard zu werden, ne? Ja, die Stelle ist irgendwie merkwürdig, muss man sagen. Die ist echt eher strange. Ich weiß nicht, wie ich von dem Röhrending auf das nächste Ding komme. Ja, du musst so machen, so. Nido? Ja, Digga, was mache ich? Das war so beschissen, der Troll. Ach so, machst du das jetzt? Der Winkel wäre schlauer, oder? Weiß ich nicht. Oh. Einer muss einfach mal zwei Gehirnzellen haben, dann klappt das. Digga, easy first try, was ist los? Du musst nur ein bisschen weiter links gehen, dann war das kein Problem. Kannst du vielleicht beim nächsten Mal dann auch machen. Na gut, du bist klar. Gerne, gerne. Gut, dann fahren wir mal den dünnen Hannes, ne? Ja, fick dich! Oh, Mann, Alter! Ey, mich hat echt schon lange keine Map mehr so aggressiv gemacht. Ist das eine hässliche Fickscheiße hier, ey. Hä, aber wie konntest du da jetzt verkacken? Das war doch eigentlich recht easy. Eigentlich. Weil ich bin einfach nur gegengefangen in die Stange und nach links weggeglitscht. Achso, okay. Oh nein. Okay, nee, das machen wir nochmal. Jetzt bin ich hier bei den Autos. Da oben ist der nächste Punkt. Alles chillo. Vielleicht Speed? Soll ich Speed machen? Speedo? Ja komm, wir machen Speedo. Nein, das war falscher Winkel. Sind wir da so. Und schaffst du es direkt wieder? Ja, easy. Okay. Kein Plan, was wir machen sollen. Ja, oh. Nein. Ich hab's. Oh, und? Wir sind bei Punkt... Was? Hast du wieder verkackt? Ich komm nicht weiter. Ich kauf den Rückstand nicht drauf, weil die Bank so kaputt ist. Oh. Ging's doch? Ja, ganz knapp, ey. Kurz vorm Endmountain. Erstmal beschweren hier, ne? Erstmal wieder beschweren. Ach du Scheiße, ey. Wie bist du über diese Stange jetzt rübergefahren? Hast du Wheelie gemacht oder bist du einfach drüber gefahren? Da habe ich einen kleinen Wheelie gemacht, ja. Puh, Digga, wie? Nach oben fahren erstmal? Oder da rüber springen? Oder hier? Ah, okay. Alter Schwede, diese Map, ey. Diese Map, die ist aber schon wirklich brutal, ey. Und, oh nein, nicht das hier. Nein, das kennen wir doch auch. Bin ich hier falsch? Digga, wir müssen dahin. Ich bin falsch gefahren, ey. Holz mich doch komplett weg. Sag mir, wenn du einen Punkt hast. Also gerade bei den Autos, gerader Winkel, Fullspeed. Hinten Anschwung nehmen, let's go. Nein, nein, nein. Ja, Mann! Du hast jetzt schon wieder verkackt. Ey, bei diesen blauen Vans, der letzte, Alter. Also bei den Autos, Seite, oder wie? Zur Seite weggeglitscht, ey. Digga. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Kannst du bitte einfach ins Ziel fahren, Mann? Ja, ich bin auf dem Weg. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist hier. Ah, sieht aber gut aus. Ich glaube, da fahre ich gleich den Konzentrationslachs rüber. Alter Schwede, aber diese Map ist echt unschmooth, ey. Die macht wirklich nicht viel Spaß. Also, wenn ihr ein paar gute Zeiten mit euren Kollegen haben wollt, dann viel Spaß mit dieser Map. Hallo? Okay, da muss ich rüber.
hier hoch. Okay. Ja, okay. Das ist der nächste Punkt. Dann sind wir schon bei Punkt 41 von 45, Digga. Du hast es bald geschafft. Ja. Digga, kannst froh sein, dass du Papa hast, ey. Daddy, Daddy! Digga, hätte ich Papa nicht, würde ich diese Scheiße nicht spielen. Der Hate ist einfach da, ey. Ja, man muss ab und zu auch ein bisschen Bike zocken, damit man die War Rate zu schätzen weiß. Ich kann darauf verzichten. Jetzt hier oben. Ja, ich komme einfach nicht mal mehr hier hoch, Alter. Oh fuck, da muss ich den Weitsprung machen. Lecco mio, ey. Ja, und... Ich will davon nichts mehr hören. Ja, versuchen wir mal so... Den Speed so... Oh, oh. Ey, Digga, es kann doch... Oh, jetzt aber... Oh, endlich, ey! Oh, finally! Oh, jetzt darf ich hier nicht verkacken. Alles langsam machen. Alles langsam und schmuff. Da hinten... Oh, ey, da muss ich ja immer noch irgendwas machen. Jetzt bin ich direkt über dir. Jetzt kann ich hier immer nochmal beim Versagen zuschauen. Vielleicht gib mir das Kraft. Schick mir deine Kraft! Oh... Also das werde ich echt nicht so schnell nochmal hinkriegen. Das war echt brutal. Was kommt da, ey? Okay. Respawn, ich habe nicht wartet, bis du durch bist, ey. Hey! Oh nein, jetzt muss ich da... Oh mein Gott, jetzt muss ich da auch noch drauf, ne? Ach du Scheiße. Okay. Oh. Wo ist der nächste Punkt? Oh, da unten. Oh, ey, ja, es könnte sein, dass ich es jetzt gleich habe. 43. Wie du einfach deine Ecke hockst, ey. Und die jetzt. Okay. 44. Ich muss wirklich sagen, 45. Nach der Kinderei hätte ich die Map sehr gerne beendet, aber... Einfach nein. Hier. Da drauf. Okay. Da war ich ja schon mal drauf. Okay. Warum fährst du hier rüber? Hier einfach. Hier so. Ja. Schön. Okay, und jetzt. Da hinten muss das Ziel sein, ne? Das kenne ich auch irgendwo her, diese komischen Dinger hier. Da kann ich in der Mitte fahren. Oh. Oder. Oh nein, doch nicht. Ich dachte, da könnte ich in der Mitte fahren. Warum? Doch, kann ich. Kann mich wieder retten. Sieht das gut aus? Keine Ahnung, guck nicht mehr zu. Ist okay. Respawn. 66 Minuten haben wir übrigens auf der Uhr. Nice. Okay, nochmal rüberfahren. Und jetzt alles ein bisschen chilliger hier, ne? So. Ja, wieder. Ich war drauf, war wieder runter. Perfect, Marvin. Du bist es. Und jetzt bin ich zu weit. Nice. Versuchst du es gerade bei dir wieder, oder wie? Ja. Bist wieder bei den Autos. Guck mal, du brauchst nur eine kleine Pause. Ich weiß aber nicht, wie ich die Autos machen soll. Fullspeed. Aber... Hab ich jetzt gerade versucht fahren. Und mit runtergefallen. Fullspeed, Wheelie, einen guten Winkel brauchst du einfach. Der Winkel ist entscheidend. Die Autos sind noch nicht gerade. Ich konnte da gerade hochbrezeln. Gerade durchgeballert, Wheelie, bam, 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 gedrückt worden. Ja, ne. Ja, es ist so einfach. Oh, bitte nein. Jetzt musst du aber erstmal nochmal 8 Jahre lang diesen Turm hochfahren. Aber es kommt gleich. Oh, und dann kommt noch eine richtig schwere Stelle. Hallo? Hallo? Bist du hier richtig? In der Nähe? Hallo? Ja, da musst du hochbrezeln. Die ganze Zeit nach oben. Okay, jetzt hier drauf. Nicht runterfahren, sondern... Auf die Tube drauf. Habe ich. Deal. Okay, jetzt hier rüber. Und jetzt glaube ich schon speeden, oder? Ich speede jetzt einfach mal. Hua! 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 Kann ich ins Ziel oder nicht?
Ja, mach. Okay. Boah, alter Schwede! Was war das für eine Map, Alter? Digga, 67, 68 meine Minuten, Schwierigkeit ist die eine Sache. Aber die Schwierigkeit kam eigentlich nur davon, dass irgendwelche Sachen rumgeglitscht haben, man weggedrückt wurde, schmale Scheiße und so ein Bums, Alter. Das macht einen richtig aggressiv. Die Salzdusche war auf jeden Fall von Anfang an dabei, Muchachos. Daumen nach oben ballern, Dankeschön für euren Support und gerne mal so ein paar hier Schmink- und Kosmetika-Tipps in die Kommentare brezeln, Digga. Vielleicht fange ich auch so ein bisschen so. Daumen, wisst ihr Bescheid, also reingehauen. Ciao, ciao.